Moin aus dem Zug Richtung Lübeck. Ja, es wird mal wieder Zeit, dass ich auf Tour gehe. Es ist lange her. Meine letzte Reise, wisst ihr, ist schon ein paar Monate vorbei. Und der Grund, weshalb ich so lange nicht auf Tour war, war tatsächlich viel Arbeit, wenig Zeit, wenig Wochenende, um auch mal kleine Touren zu unternehmen. Und dann ist mir bei einem Kommentar unter meinen YouTube-Filmen aufgefallen, dass da eine Empfehlung stand. Und zwar soll ich mir doch mal die Seite wildes-sh.de anschauen. Und zwar Wildes Schleswig-Holstein. Dort sind freie Campingplätze bzw. freie Übernachtungsplätze eingezeichnet, die es in Schleswig-Holstein gibt. Und das sind tatsächlich schon einige, die dort hinterlegt sind. Ja, und jetzt, Ende Februar, habe ich Zeit, ein paar Tage Zeit, und habe mir zwei dieser Plätze rausgesucht. Und die möchte ich dann jetzt in den nächsten zwei Übernachtungen, drei Tage, aufsuchen. Und einfach mal schauen, wie ist es dort? Das ist ja schon fast Wildcamping, aber halt erlaubtes Wildcamping. Ich werde euch die Seite noch mal genauer zeigen. Und heute geht es von Lübeck aus Richtung Hessenstein, beziehungsweise der Platz Hessenstein im Kreis Plön. So, jetzt genieße ich erstmal meine Zugfahrt weiter Richtung Lübeck. Bislang funktioniert alles einwandfrei. Und ich melde mich aus Lübeck dann wieder bei euch. So, Lübeck ist erreicht. Jetzt verzehre ich noch zwei Brötchen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich ausschließlich auf das Ding hier verlasse. Ich bin gespannt. Auf geht's. So, das haut schon mal gut hin. Die Route ist aktiv. Ich komme nachher nochmal auf den Garmin zu sprechen. Das hatte ich ja auch versprochen. Wie man mit dem Ding umgehen kann auf einer Radreise, und ich zeigte mir gerade wieder was an. Ich muss mich jetzt rechts Richtung Radweg halten. Und bevor Hinweise kommen, macht ein Piep. An der Stadt ist es aber sehr hilfreich, da man halt auch dann im Verkehrslärm die Hinweise hört. Bei meiner Ausrüstung hat sich auch ein bisschen was getan. Eine Lenkertasche habe ich mir dazu geholt von Haverland, eine ganz kleine, kompakte. Das war die kleinste, die noch einigermaßen aussieht und wasserdicht ist, nach meiner Meinung. Und damit mache ich jetzt diese kleine Tour. Ich werde sie auch wohl zukünftig nehmen, weil sie einfach schön kompakt ist, man sie nicht vollstopft und nur das Nötigste vorne reinlegt. Für den Rest müssen einfach die Packtaschen reichen. Oder es muss was zu Hause bleiben. So, von Lübeck aus habe ich jetzt Bad Schwartau erreicht. Die Tonaufnahme, die mache ich jetzt nicht mit der GoPro selbst, sondern mit meinem iPhone und dem Mikrofon. Einfach als Audioaufnahme. Das habe ich schon ein paar Mal getestet. Das funktioniert wunderbar. Zumal man die Aufnahme auch gut zusammenbekommt. Das Datum wird hier jeweils mitgeschrieben. Und ist auch jetzt hier ein schöner Test in dieser 3-Tage-Tour, wie das Ganze funktioniert, ob es Spaß macht. Ja. Also Bad Schwartau ist erreicht. Es geht weiter Richtung Kreis Plön. Habe ich eine Mountainbike-Tour eingegeben.
Wer weiß? Einen Rundumblick gefällig. Höhnitz am See. Geht hier die Hügel hoch. Wow. Aber schön. Besser als nur plattes Land hier. Das Licht ist toll. Das Wetter ist toll. 12 Grad. Klasse. Da soll noch einer sagen, der Norden ist flach. Ja, Schleswig-Holstein ist es nicht. Vor allem nicht Ostholstein. Das hat es echt in sich. Aber schön, echt. Aber wieder ein bisschen zu kraxeln. Die Sonne ist der Hammer. Richtig schön. Fühle ich mir gleich meine Kekse raus. Mache eine kleine Pause. Hab jetzt 45 Kilometer ungefähr. Und ich denke, das müssten noch so 35 sein, bis zu meinem Übernachtungsziel. Also eben war ich in Lütjenburg und meine Getränke aufgefüllt und ja, jetzt denke ich, ich kann das irgendwo nachgucken, glaube ich. So 10, 15 Kilometer müsste ich jetzt noch haben bis zum Lager. Mal schauen. Also auf jeden Fall eine schöne Gegend hier, direkt hinter Lütjenburg. Diesen Pfad hoch. Schauen, wie es wird. Jetzt weiß ich auch, warum ich diesen Pfad hoch musste. Ich bin nämlich gleich am Übernachtungsplatz und das letzte Stück muss ich definitiv schieben. Das geht hier so steil hoch. Aber das macht dann ja nichts, ne? Ich habe den Übernachtungsplatz gefunden. Hier ist er. Einfach ein paar Bänke, eine Feuerstelle. Das war's. Übernachten, Naturfreunde, Rad oder zu Fuß. Eine Nacht. Ein bis zwei kleine Zelte mit jeweils bis zu 3 Personen. Das heißt keine größeren Gruppen. Offenes Feuer ist nicht gestattet. Sauber. Ja, die Exkremente sind zu vergraben. Da kriegen wir hin. 17.09 Uhr, das passt. Ist auch eine schöne Zeit jetzt. Jetzt baue ich mir hier mein Zelt auf und dann mache ich mich lang. Und auch dieses Mal habe ich einen Luxusartikel mit
und das ist mein kleines Radio. Es wird natürlich jetzt früh dunkel, es ist ja noch Februar und es wird deutlich kälter. Deshalb habe ich mich jetzt hier auch ein bisschen wärmer eingepackt. Ich habe meine Slingsby-Jacke an und drunter von Hool Power Turtleneck 200 heißt das Ding, glaube ich. Und Merino-Wolle, echt total warm. Und das Schöne ist, das ist wie bei der Synthetikkleidung, dass das halt nicht so riecht, wenn man das vielleicht ein bisschen länger anhat als einen Tag. Und damit aber dann viel wärmer. Also im Grunde genommen der gleiche Effekt wie bei der Synthetikkleidung, dass also praktisch Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Geruchsbildung nicht so dolle ist. Dafür aber deutlich wärmer und angenehmer zu tragen. Und ich denke, damit werde ich es heute Abend schaffen. Ich habe diesen Schlafsack von Vengo, den Venom 300. Der hält bis 5 Grad eine Wohlfühltemperatur. Also da gibt es eine offizielle Bezeichnung für Komforttemperatur. Und das soll heute Nacht aber durchaus 0 Grad werden. Ich werde nachher nochmal auf das Tacho gucken, was da die Anzeige zeigt von der App, was da wirklich kommen soll. Deshalb habe ich meinen zweiten Schlafsack von Cumulus auch noch mit. Und zwar den Nightline 300. Hat ja ähnliche Werte, obwohl die nicht ganz so ISO-mäßig zertifiziert sind. Aber ich habe es schon mal probiert. Man kann sehr gut mit dem Cumulus in den Vengo Schlafsack kriechen. Das heißt praktisch einfach das Ding als Inlet benutzen. Und so habe ich natürlich dann die doppelte Daunenfüllung. Und kann damit auch locker Temperaturen bis minus 5 Grad aushalten. Aber die Option habe ich halt. Ich habe beide mitgenommen. In meinen zwei Taschen. Also ich habe gut gepackt. Und deshalb habe ich keine Sorge, dass mir heute Nacht irgendwie zu kalt werden wird. Jetzt werde ich erstmal kochen. Es gibt Spaghetti. Also so ganz schnelle, ganz dünne Spaghetti. Spaghettinis oder wie die heißen. Mit stückigen Tomaten. Und da ist Basilikum mit drin. Und ich habe auch noch ein paar Gewürze mit. Also ich werde auf jeden Fall nachher nochmal die Kopflampe einschalten müssen. So früh wie es jetzt dunkel wird. Machen wir ein bisschen weiter zu. Mein kleines Feuerchen. Einfach zum Wohlfühlen. Also ich liege jetzt hier im Schlafsack und es sind jetzt so rundweg noch 6 Grad. Wenn es jetzt heute Nacht so runter geht auf 2, 3 Grad, dann sollte das mir im Schlafsack reichen. Ansonsten habe ich den anderen im Fußende liegen. Muss mich halt dann nachts dazu durchringen, den auch noch zu benutzen. Es ist halt ein bisschen enger, beiden zusammen. Dementsprechend möchte ich das lieber erstmal so probieren. Ja, der heutige Tag war aufregend. Und zwar in der Hinsicht, dass ich also mit nicht so viel Höhenmetern gerechnet habe, wie ich tatsächlich vorgefunden habe. Und dementsprechend war das auch ganz gut, dass das knapp 70 Kilometer waren heute. Also hat gereicht. Gerade da ich im Moment auch noch untrainiert bin. Aber das kommt wieder. Auch für heute soll es dann gut sein. Wir sehen uns ja morgen übermorgen wieder. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich denke, ich werde hier ganz gut schlafen. Es ist auch sehr leise und ruhig hier. Sehr schön, mal wieder im Zelt zu schlafen. Nichtsdestotrotz, gute Nacht, bis morgen. Und ich kuschel mich jetzt hier so ein bisschen ein. Ciao. Guten Morgen,
Ja, die Nacht war wechselhaft. Also es war warm genug in dem Schlafsack. Aber bin immer wieder aufgewacht und konnte dann teilweise auch nicht gleich wieder einschlafen. Es ist halt doch schon ungewohnt, wenn man komplett eingemummelt als Würmchen schlafen muss. Und das ist nicht immer so angenehm. Gerade in der ersten Nacht ist das nicht so toll. Aber geschlafen habe ich, denke ich, genug. Es ist jetzt irgendwie 7.30 Uhr. Ich wollte eigentlich eine Stunde früher aufstehen, habe den Wecker dann wieder verstellt. Was soll die Quälerei? Und bin jetzt hier einigermaßen wach. Der Kaffee ist noch nicht gekocht, das werde ich jetzt tun. Und dann geht es auf zur nächsten Etappe, zum nächsten Übernachtungsplatz. Oh. Naja, dann wollen wir mal. Auf ein neues. Jetzt geht's Richtung Westen. Muss sein. Es sind 12 Grad. Ich konnte ein bisschen Kleidung reduzieren. Es ist zwar noch ein bisschen hügelig, aber nicht mehr so stark. Läuft. Also heute gibt es nicht so viel zu filmen. Entweder habe ich bei der Planung einen Haken falsch gesetzt oder also dass ich jetzt irgendwie eine Rennradroute rausgesucht habe oder auf der Strecke gibt es einfach keine anderen Wege. Das heißt, ich fahre viel an den Landstraßen auf dem Fahrradwegen. Also okay ist das schon, aber halt nicht so schön. Es geht auch hier teilweise ganz schön auf und ab. Ich bin jetzt hier so 20 Kilometer vor Neumünster. Jetzt, wo ich hier so Pause mache, kann ich euch eigentlich auch kurz erzählen, warum ich so wenig online war in letzter Zeit. Also sprich, es wenig von mir zu sehen gab. Ich habe von Montag bis Samstag gearbeitet. Und zwar von August, natürlich mit ein bisschen Unterbrechung, bis jetzt Februar. Ich hatte die Gelegenheit, in einem Fahrradgeschäft mitzuarbeiten, das sich im selben Haus befindet wie die Werbeagentur, bei der ich angestellt bin. Und hatte dafür dann zwei halbe Nachmittage frei. Es fehlt dann natürlich so das lange Wochenende, also Samstag, Sonntag, was man so kennt, was ich auch bislang hatte, wo man noch so kleine Sachen unternehmen kann, kleine Touren, kleine Ausflüge und so weiter. Das hat mir echt gefehlt. Und ab dem 1. März
arbeite ich dann Vollzeit im Fahrradladen. Da wird aber nicht mit Reiserädern gehandelt, sondern mit E-Bikes, hauptsächlich E-Bikes, und zwar kompakte E-Bikes. Ihr könnt mich dann natürlich gerne mal besuchen, aber Reiseequipment kann man da jetzt soweit nicht kaufen. Wir verkaufen dort kompakte E-Bikes von Easy. Das ist jetzt keine Werbung, einfach nur eine Information. Und ist also nicht ganz so der Bereich, wo ich hobbymäßig unterwegs bin, aber das finde ich auch gerade gut, dass das nicht zu viel alles miteinander zu tun hat. Dann gibt es da für mich auch keine Übersättigung. Also am 1. März Vollzeit, Vorteil, ich habe montags frei. Ich habe dann sozusagen wieder mein langes Wochenende, also Samstag dann halt nicht, aber Sonntag, Montag, wo ich wieder was unternehmen kann, mehr unternehmen kann. Und somit seht ihr nicht nur von mir was in meinem Urlaub, sondern auch mal zwischendurch was. Also drückt die Daumen, dass ich wieder mehr unternehmen kann in der nächsten Zeit. Im Sommer steht auch eine größere Tour an. Wo es hingeht, sage ich jetzt an dieser Stelle natürlich noch nicht. Die Planung steht noch nicht komplett, aber es wird spannend. Wie dem auch sei, ich fahre weiter meine Tour hier heute. Ich komme recht gut voran. Nur jetzt möchte ich mir ein paar M&Ms einverleiben und dann ein bisschen was trinken. Und ich möchte an meinem Lenker die Ballenauflage anders einstellen, da mir letzte Nacht irgendjemand einen einzelnen Fahrradhandschuh geklaut hat von meinem Zelt. Zumindest finde ich einen zweiten nicht wieder. Merke ich die Ballenauflage genauer und habe halt dadurch auch gemerkt, dass die falsch eingestellt ist. Das möchte ich gleich ändern. Also ein bisschen schrauben. Naja, jetzt aber erstmal Pause, bis gleich. Das ist schon schöner hier. Peinlich, peinlich. Ich habe mich schon eine Weile über die Richtung gewundert und den Stand der Sonne. Ich habe dann mal genau ins GPS geguckt und festgestellt, dass er mich bereits wieder Richtung Bahnhof lotst. Der Grund dafür könnte sein, dass ich den zweiten Übernachtungsplatz so rausgesucht hatte, dass wenn ich dann am nächsten Tag, also Mittwoch, also morgen, dann Richtung Bahnhof fahre, also Richtung Lübeck wieder, dass ich einen Teil der Strecke zurückfahre. Es kann sein, dass er mich auf dieser Verbindung durch meine Fahrerei schon wieder Richtung Lübeck geschickt hat. Ich weiß gar nicht warum. Das muss ich eruieren. Naja, jetzt bin ich halt schon wieder Richtung Lübeck gefahren und habe mich dann also vom zweiten Übernachtungsplatz immer weiter entfernt. Und bis ich das dann geschnallt habe, dank GPS, musste ich überlegen, was ich jetzt mache. Für Lübeck ist es jetzt zu früh, mein Zug fährt morgen. Ich habe dann geschaut, ob es hier in der Nähe einen Platz gibt. Und siehe da, in 5 Kilometern Entfernung in Blomart gibt es einen Platz. Der wird privat angeboten, das heißt, da muss man sich anmelden. Ob es das kostet, weiß ich noch nicht. Nichtsdestotrotz fahre ich da jetzt hin. 5 Kilometer sind schnell gemacht. Und die Uhrzeit, ach ja, da habe ich ja gar keine Uhr drum diesmal. Tipp. Uhrzeit zeigen kann sieht man gut. 17.02 Uhr. Also eigentlich eine gute Zeit dafür, aber so war das nicht geplant. Naja, auf geht's.
Dazu erzähle ich gleich noch was. Dazu auch. Und da hinten geht's jetzt hin. Also bevor ich jetzt ein paar Sachen zum Tag sage, mache ich mir erstmal hier was zu essen. Das war einfach notwendig. Spaghetti mit Oldenburger Mockturtel. Unterwegs eins meiner Leibgerichte. Wenn ich so ein bisschen Augenreibe und schniefe, hat das damit zu tun, dass ich Pollenallergiker bin und es ist schon ordentlich fliegt hier. Gerade bei so schönem Wetter geht das richtig ab, aber ich komme klar. Ja, zum heutigen Tag, das war ja wohl nix. Hi, Dötzka. Also ich hatte die Navigation auf Startpunkt Lübeck Hauptbahnhof, dann der erste Campingplatz da hoch im Norden, dann Richtung Westen, der zweite und dann der dritte Punkt wieder Hauptbahnhof. So, bei der Fahrt zum zweiten gibt es einen Bereich, wo ich schon parallel zu der Strecke fahre, die ich auch morgen auf dem Weg zum Bahnhof fahre. Jetzt kann ich mir Folgendes vorstellen. Ich habe das Garmin zwischendurch mal abgeschaltet, habe mir was rausgesucht. Ich glaube, eine Bank war das, die ich mir rausgesucht hatte und mich dahin navigiert. Und habe dann die eigentliche Navigation wieder gestartet. Und ich kann mir nicht anderes vorstellen, dass er praktisch dann schon sagte, okay, hier ist der Punkt, da geht's weiter, dass er mich dann schon Richtung Lübeck Bahnhof schicken wollte. Wie dem auch sei, ich bin jetzt hier gelandet. Es ist ja auch einer der Wildes SH-Plätze. Und was man jetzt nicht mehr so sehen konnte, ich hatte die Möglichkeit nicht mehr, das bei Tag zu filmen. Das ist also praktisch hier recht abgelegen, ein Hof. Nur ein paar Nachbarn hier drumherum. Und mit einer sehr großen Scheune. Und in dieser Scheune ist so einiges zu sehen. Ich bin nicht alleine, ist noch ein zweiter auf die verrückte Idee gekommen, jetzt Fahrrad zu fahren, der Uwe. Und wir sind also beide jetzt hier untergebracht, eher ein bisschen weiter weg. Und da war es halt dann so, dass der Inhaber dann gefragt hat, ob wir eine kleine Führung möchten. Und dann haben wir ja gesagt. Ja, in dem ganzen Areal hier stehen etliche alte Fahrzeuge, hauptsächlich Mercedes. Jede Menge Teile und ich würde sagen, ich blende mal ein paar Szenen jetzt ein. Schaut mal. Also echt unglaublich, was sich hier alles verbirgt. Er handelt da auch mit, aber er sagt selber, da könnte noch viel mehr gehen. Ich denke auch, da sind Teile dabei, wo ich denke, die werden garantiert gesucht ohne Ende. Kann auch sein, dass es sich schwer trennen mag. Ich weiß es nicht, aber unglaublich, was man hier so sieht. Wahnsinn. Aus dem Grund bin ich jetzt sehr spät zum Zelt aufbauen und zum Kochen gekommen. Und aber wäre heute dieser Fauxpas nicht passiert, wäre ich nicht hier gelandet, hätte das Ganze gesehen. Das war schon echt beeindruckend. Es waren also heute auf jeden Fall 83 Kilometer circa. Das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe, waren es um die 80. Ich blende es ja nochmal genau ein. Also war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag in dem Sinne. Jetzt komme ich aber viel früher an dem Bahnhof in Lübeck an, als geplant. Ich schaue einfach morgen mal, ob ich da schon früher fahren kann. Das sollte schon gehen. Wie dem auch sei, ich habe jetzt zwei der Plätze gesehen. Beide wunderbar. Also wenn man hier wohnt, sollte man das unbedingt machen. Also so schöne, naturbelassene Touren mit dem Rad kann man kaum machen. Wenn man denn Wildzelten möchte, also das Zelt in der Wildnis aufstellen möchte. Das ist ja kein Wildzelten in dem Sinne. Das ist ja erlaubt. Erlaubtes Wildzelten sozusagen. Aber auch alle, die jetzt praktisch wirklich mal Schleswig-Holstein entdecken möchten, baut doch mal eine Tour und fahrt die ganze Geschichte mal ab hier. So, ich will jetzt in meinen Schlafsack krabbeln. Ich habe jetzt mir mal beide ineinander gesteckt. Wenn es mir zu warm wird, kann ich es ja noch ändern. Aber es sollte schon klappen. Auf jeden Fall melde ich mich morgen früh wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht und bis morgen. Euer Ingo.
Guten Morgen. Wie man sieht, war das nochmal richtig kalt letzte Nacht. Und auch jetzt ist es noch schön kalt. Aber ich hatte gestern Abend gleich beide Schlafsäcke zusammen benutzt. Also das eine als Inlet, den anderen außenrum. Somit war das kuschelig warm. Aber das ganze Zelt hat jetzt raureif ohne Ende. So, aber erstmal muss ich hier klarkommen. Boah. Es verspricht, ein schöner Tag zu werden. Im Moment ist es noch echt kalt. Ach. Gerade als ich los wollte vom Hof, wurde ich dann angesprochen von den beiden, von dem Paar, das hier diesen Platz anbietet, wo ich letzte Nacht war. Und ja, noch ein bisschen ausgefragt über wildeschleswig-holstein.de. Das ist wohl, diese Seite wird im Moment wohl nicht sehr gut gepflegt oder gar nicht, sagten sie, aber mal schauen. Also ich finde es eine richtig gute Sache und mache halt extra jetzt auch diesen Beitrag bei YouTube dafür. Ich finde, sowas sollte man echt forcieren. Und es gibt ja auch die Seite Jedermannsland, vielleicht auch schon von gehört. Da sind die Dinge von Schleswig-Holstein auch eingetragen, aber halt auch bundesweit. Aber so viel tut sich da halt nicht in Deutschland. Vielleicht kann man das Ganze ein bisschen weiter voranbringen. Es gibt so viele gute, interessante Plätze und das Ganze funktioniert definitiv. Das Wetter ist wieder herrlich heute und bin jetzt irgendwie 15 Kilometer oder 20 vor Lübeck, also gar nicht mehr so weit, viel zu früh. Ich werde aber vorher noch mal schauen, ob ich in irgendeinem Dorfcafé, Dorfbäckerei noch ein schönes Frühstück finde. Ich habe noch nichts gegessen. Auf jeden Fall waren die beiden Übernachtungen super. Die letzte war allerdings sehr kalt, aber darauf war ich ja eingestellt. Die kleine Tasche macht sich echt super. Die hat zwar nur 1,5 Liter Inhalt, ist aber echt robust. Und mit diesem großen Band da hinten kann man die super schnell abnehmen, mit reinnehmen irgendwo. Aber auch andere Sachen dran befestigen. Da drin werde ich meine Energieversorgung haben zukünftig. Mein Geldbeutel und mein Handy, mehr nicht. Vielleicht was ein oder andere Kabel. Mehr soll da nicht rein, der Rest soll in die Packtaschen. Ich habe ja früher mit so kleineren Akku-Packs gearbeitet. Und diese Akku-Packs hatten das Problem, dass man sie nicht während des Ladens entladen kann. Also Path-Through heißt dieses Ganze. Und im Grunde genommen nichts anderes als der Durchgangsladung, dass man sie als Pufferakku nutzen könnte. Und habe ich jetzt gesagt, ich lasse die kleinen Dinger zukünftig alles zu Hause und kaufe stattdessen einen richtigen mit Durchgangsladung. Ich hoffe, er spiegelt es nicht zu sehr. Deshalb drehe ich den mal in verschiedene Richtungen. Das Ding ist von Zendur. Zendur oder wie auch immer man sie ausspricht. Sehr leistungsfähig, also 16 Ampere-Stunden hat das gute Stück. Hat hier zwei Anschlüsse, die auch intelligent geschaltet sind. Also die messen auch, wie viel Strom braucht das gute Gerät, das angeschlossen ist. Und ganz wichtig halt diese Durchgangsladung, dass ich das Ding als Pufferakku nutzen kann. Das heißt, in der Lenkertasche ist dann auch noch mein, habe ich gar nicht aufgezählt, mein Busch und Müller E-Werk. Das betreibt dieses gute Stück. Und damit gehe ich dann halt an die Geräte, entweder gleich währenddessen oder abends im Zelt. Mehr möchte ich zukünftig energiemäßig nicht mitnehmen. Halt auf großer Tour im Sommer natürlich noch das Solarpanel, aber das war's dann auch.
So, hier in Stöckelsdorf komme ich endlich zum Essen, aber es ist gleich ein Mittagessen geworden. Lübeck hat mich wieder. Jetzt auf zum Bahnhof und schauen, ob ich irgendwie früher nach Hause komme. So, ich bin jetzt hier am Lübecker Bahnhof angekommen. Habe jetzt ganz entspannt Zeit zu schauen, wie ich nach Hause komme. Für euch aber schon mal hier ein kleines Fazit. Es waren jetzt insgesamt gerade mal peinliche 183 Kilometer. Nun gut, es waren auch keine volle drei Tage und es war auch nicht der Sinn darin, viel Strecke zu machen, sondern einfach diese Plätze mal zu besuchen, die auf wildessh.de angeboten werden. Und hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Also ich überlege tatsächlich, wenn ich jetzt noch mal so eine Woche Zeit habe, mal irgendwie eine größere Tour in dieser Art zu machen. Da kann euch ja durchaus mal ein Campingplatz oder Wildcamping mit dabei sein, aber eigentlich keine schlechte Idee, würde ich sagen. Auf jeden Fall, das Equipment hat völlig ausgereicht dieses Mal. Ich habe vor allem diese zwei Schlafsäcke nicht bereut. Wie ihr gesehen habt in den Fotos, war morgens auch überall Frost und selbst als ich mir Kaffee getrunken hatte, war es noch knapp 0 Grad. Und erst als ich losgefahren bin, als die Sonne richtig rauskam, wurde das immer wärmer und ich dann zwischendurch wieder Kleidung ablegen musste. Ich finde es übrigens immer fantastisch, wenn mich jemand unterwegs wiedererkennt, wie auch jetzt vor ein paar Tagen es auf dem Hamburger Hauptbahnhof passiert ist. Also schon echt irre, dass es so viele Leute gibt, überall verteilt, die meine Filmchen sehen. Also danke, danke dafür. Und sprecht mich unbedingt an, wenn ihr mich seht. Und ich erkenne euch natürlich nicht, aber ihr mich entscheidend. Und in diesem Sinne auch schöne Grüße an den Martin aus Hamburg und hab mich gefreut, dich getroffen zu haben. Jetzt gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Nichtsdestotrotz sehen wir uns in nächster Zeit wieder häufiger. Das hatte ich euch ja zwischendurch mal erklärt. Und freue mich darauf und wünsche euch eine gute Zeit bis dahin und schön viel Spaß auf euren Radreisen. Bis dann, euer Ingo. Tschüss.